sind damals mit der Fußball-WM auf die Idee gekommen und gesagt, was macht man da eigentlich? Fußball, Rasen, Gardena, der Rasenexperte, der Gartenexperte. So sind wir irgendwann mal zusammengekommen und haben gesagt, lasst uns doch einfach mal Tischkickern auf echtem Rasen und dann eine Tour durch Deutschland machen. Besonderheit von dem Rasen ist, wir sprechen hier über Putting Green, wie man es vom Golfplatz kennt. Das Besondere ist, der muss halt speziell angepflanzt werden für die Tour hier. Dafür haben wir dann aber auch die Kühltracks hier, dass es halt einfach der Rasen halt auch nicht irgendwie sofort verbrennt. Und dort werden die dann auch bewässert, damit die dann auch das heftige Wetter hier überstehen können. Ich habe über Freunde, über Facebook davon gehört und dann haben wir uns eingetragen. Ja, eigentlich hat mich meine Freundin dazu überredet. Ich habe mit Freunden gesprochen, die sagten zu mir, da ist ein Turnier jetzt am Wochenende, Gardena Cup. Habe ich gegoogelt und dann habe ich es gefunden. Wir waren total unerwartet, wussten überhaupt nicht, was passiert. Und dann auf einmal dieser Rasentisch, das war halt einfach geil. Und alle haben gefightet und gekämpft, man kann nicht die üblichen Schüsse machen, war einfach richtig geil. Sehr schwierig, da kontrolliert zu spielen, aber umso mehr Einsatz muss man dann halt geben, ne, damit man irgendwie dann zum Erfolg kommt. Ich bin auch froh, dabei zu sein, denn wir haben den Mount Everest bestiegen und spielen das erste Mal Tischfußball auf Rasen.